und herzlich willkommen hier auf Mikewise TV. Ich bin der Bio und spiele zusammen mit dem Ice Dragon. Base and New. Jawohl. Sind jetzt auf einer neuen Welt, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Genau, wegen dem neuen Oxygen. Was wir natürlich ja auch schnell zeigen wollen. Genau, werden wir so schnell wie möglich. Haben wir jetzt ein paar Ringe, bestimmt ein paar Komponenten jetzt hier rein, durch die ganzen Sachen, durch Schiff zerlegen und so weiter. Ja, das können wir auch nochmal dazu sagen, falls ihr in der letzten Folge nicht, weil wir mussten eine komplett neue Welt starten, mussten alles importieren und exportieren und Ice Dragon hatte Spaß, definitiv. Wahnsinn, ja. Und jetzt haben wir natürlich dementsprechend auch noch ein zweites Schiff, was wir jetzt gerade komplett zerlegen. Also haben wir nachher ein eigenes Schiff, aber besser, modifizierter. Genau. So. Der Container fehlt immer, der große Frachtcontainer, ne? Jawoll. Wir müssen sowieso gucken, dass wir jetzt, wo wir die ganzen Sachen hinpacken. In den großen Container, der unten im Keller ist. Oh Gott, muss ich jetzt jedes Mal durch die ganze Station fliegen? Nein, du könntest unser Schiff einfach andocken, was hältst du davon? Nein, dock das mal an. Sonst mache ich wieder irgendwas kaputt. So, Schwerkraft fällt das ja aus in einem Schiff. Halt ja mal alles ab bei dem Teil. Also ich muss die Gruppen neu legen. Aber ich bin auch dafür, dass wir dann den Container hinten irgendwie ein bisschen besser verbauen, denn dass der dann nicht immer gleich nach so einem Asteroidenschauer wegknallt. Oh, meine Energie ist ja leer. Ja, meine war auch schon relativ weit unten gerade. Bei 6% oder sowas. Das ist nicht mehr viel, nein. So, okay. Wir müssen mal rausgehen und einfach mal die Triebwerke mal durchschalten. So. So, einmal das Ding einschalten, Magst du bitte mal die Andockschleuse rausfahren? Du, ich muss gerade mich aufladen. Ich bin in der Station. Alles muss man selber machen. Tja, so ist das manchmal. So, jetzt bin ich fertig. So, Kontrollpanel. Ja, falls ihr euch wundert, die letzten Videos von Space Engineers liefen irgendwie ein bisschen geruckelt und wie auch immer. Das Spiel hat einfach mal die Einstellung bei mir so dermaßen hoch eingestellt, hier mit der Auflösung von 2000 noch irgendwas. Naja. Was dann Fraps natürlich dementsprechend auch so aufgenommen hat. Mit der Auflösung von 2000. Ja, weiß ich nicht. Also, Vorsicht, nicht so nah an die Triebwerke, ne? Triebwerkschaden ist aktiv, denk daran. Sonst verbrennst du dich. Das geht am besten mit Außenkamera, sag ich euch. Sagt dort jedes Mal. Sag ich das jedes Mal? Ja. Innenkamera ist da echt sehr, sehr unpassend. Ja. Ja, fest. Und jetzt kannst du auch im Schiff. Ach nee, der große Container fehlt ja am Schiff. Ja, ja, deshalb. Vielleicht sollten wir einfach mal den großen Container bauen und setzen lassen. Den großen Container. Ist der große Frachtcontainer, ne? Ja. Muss da genau in die Lücke reinpassen. Ist zu nah dran, oder wie? Welche Farbe hat's denn? Gelb. Rot oder gelb? Ah, gelb. Und hast du nicht die passende Farbe? Nee. Also, er zeigt komplett rot an. Rot ist dann ein bisschen. Ist wieder. Was haben wir angezeigt? Aber kann sein, weil wahrscheinlich die Öffnung, wa? Ne, die Öffnung müsste passen. Du brauchst eine interne Panzerung dafür und die hast du nicht. Doch, achso. Nö, die hab ich nicht, nö. Ist da ein Container drin? Nein, gut. So dann ein. Eine interne Panzerung. So ein Quatsch. So, jetzt habe ich interne Panzerung. Boah, knapp. So ein Quatsch, sag ich euch. So, warte. Andocken, komm los. Also. So.
da ist er schon. Business Shipment. Mhm. So, was brauchen wir jetzt alles? Alles. Dann leg einfach weiter das Schiff und pack einfach drüben rein. Ich habe mit der Absicht mit dem Frachtcontainer drüben angefangen, weil das die Komponenten sind, die das Thermarin auch immer braucht. Toll. Mit Rückenschauer. Toll. Der braucht das nicht. Jetzt habe ich, jetzt bin ich hier voll. Oh, jetzt muss ich jetzt echt rein hier? Nee, ne? Doch. Du musst nicht bis in den Keller, das reicht, wenn du. Ah! Was war denn? Schiff wurde getroffen. Schon wieder? Ja, hier oben, ja. Ja. Wieder ein Triebwerk weg. Ich krieg die Krise. Entschuldigung, zwei Triebwerke weg. Wir müssen da uns schleunigst da irgendwie unsere Station da ausbauen. Also machen wir jetzt in der nächsten nur noch Dings jetzt bitte, ja? Was denn? Wir machen jetzt in der nächsten. Weil jetzt wird es nämlich langsam echt albern. Sag schon. Triebwerkkomponente, ja, hier. Stahlrohr. Was wollte ich jetzt sagen? Unser Hangar kommt jetzt in der nächsten Etage. Hangar? Ja. Aber der Hangar ist für kleine Schiffe, nicht für große Schiffe. Das ist doch ein kleines. Das zählt für mich eigentlich für den großen. Das ist aber offiziell ein großes Schiff. Aber der Hangar kann nicht. Aber der Hangar sollte im Pilz sein oben. Im Pilzkopf. Ach ja. Das Problem ist, du kannst es hier nicht ständig hier draußen stehen lassen. Da krieg ich ja ein Ding nach. Die Station wurde auch getroffen. Was? Die Station wurde auch getroffen, hier. Ja, stimmt, ja. Oh Mann. Wenn wir jetzt schon Sauerstoff hätten, würde der übrigens hier voll abziehen jetzt, ne? Also, wer braucht Sauerstoff? Ja. Wir sollten unseren Helm niemals abziehen, glaube ich. Also lange halten wir uns ja meistens eh in der Station auf, was es lohnt, den überhaupt abzumachen wahrscheinlich. Ja, aber sollte man denn halt, ne? Das wirkt dann halt ein bisschen echter. Naja, hat's wieder schön reingehauen hier. Wieder ja. 6 Blöcke weg. Beule da. Tausch mal aus, ich hab ja ausgewählt hier. Farbe mal ändern. Farbe, ja, das müsste die Farbe sein. Tja, ja, so ist es. Okay, sollten wir wirklich mal jetzt anfangen, irgendwas zu machen. Ja, was? Da bringt das Zerlegen jetzt eigentlich hier auch nichts. Du kannst ja, wenn du magst, ein bisschen weiter an dem Schiff zerlegen und das andere zusammenbauen wieder. Jupp. Da fehlen ja wieder zwei Triebwerke, kannst du ja gleich wieder ersetzen. Jo. Schon dabei. Und ja, wissen, soll ich ein. Naja, eigentlich wollte ich ein Undock-System machen. Eigentlich wollte ich keinen Hangar machen, ne? Ja, aber ich glaube, das bringt nichts, wenn du uns das hier jedes Mal wieder alles zerschießt hier. Ja, dann mache ich jetzt aber nur einen kleinen Hangar extra für das Schiff. Dann nur einen Hangar für das Schiff. Weil ich will ja oben einen Pilz haben, wo der ein richtiger Hangar drin ist. Ja, mach wie du denkst. Keine Ahnung. Und natürlich den jetzt relativ einfach gestalten, nur dass das Schiff da reinfliegen kann und andocken kann. Wie breit ist denn das Schiff? Fünf Blocks, richtig? Ja. Nee. Mit der Rampe an der Seite haben wir 6 Blocks Breite. Ganz schön breit. 6 Blocks Breite. Ja, das Problem ist ja auch noch, wie machen wir denn das dann mit dem. Wir haben ja hier draußen ja diese komischen dieses Rohr, was ja dann alles einzieht. Das machen wir dann weg. Das brauchen wir denn nicht. Wenn wir die Schiff reinfliegen, brauchen wir das nicht mehr. Oder wie siehst du das? Ich weiß es nicht, du. Du bist. Shit, jetzt habe ich. Warum auch immer, jetzt hat er die Farbe nicht gemacht. Wie kann ich das jetzt ändern? Einfach auf P und dann. Und dann einfach mit irgendeinem Modul einfach mit der mittleren Maustaste klicken und dann wieder die Farbe übernehmen. Mit der mittleren Maustaste? Ja. Macht da bei mir nicht. Also, du wählst die Farbe aus, musst aber einen Block auswählen auch, ne, zum Bauen. Ach so. Ja gut, das ist ja jetzt da. Dann müsst ihr trotzdem einfach irgendeinen anderen Block nehmen. Irgendeinen Block zum Bauen musst du auswählen. Okay. Ach so, jetzt. Wisst ihr genau. So,
Ja, ist irgendwie so, warum auch immer. Okay, ja gut, dann mache ich mir jetzt Gedanken. Die Box kommt noch raus, eins. Ich meine, da oben war jetzt, in der nächsten wäre jetzt sowieso das Lager geworden. Hatten ja, wir ja jetzt geplant. Dann mache ich jetzt hier halt ein Andock-Dings. Erstmal ein provisorisches Andock-Dings, aber jetzt in der Station, da muss es ein bisschen geschützter als das Schiff. So, wo musst du jetzt hier noch eins hin? Ah, hier, ne? Ja, hier. Ich muss die Maße des Schiffs mir angucken, deswegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 Blocks lang. Das würde gerade so reinpassen wahrscheinlich. Oh, perfekto. Naja, vielleicht würde der Arsch hinten noch rausgucken. Oder eher die Front, vielleicht besser der Arsch. Ja, bei der Front ist nicht viel, am Arsch ist der Container. Das ist richtig. Also rückwärts einparken, nach dem Motto. Also ich finde, das spitzt sich hier ganz schön zu, jetzt neuerdings hier mit den ganzen Asteroidenschlägen. Und dabei wollte der Bios eigentlich noch höher stellen. Naja, ich meine, was hast du ja nun mal? Wir bräuchten eigentlich nur mehr Gatlings. Und Munition. Oh. Ja, so. Dann fangen wir es auch ab. Triebwerke sind wieder dran, ne? Das ist schon mal schön, dann fliegt das Ding wenigstens schon mal wieder. Gut, jetzt wollte ich mal was anderes zerlegen hier. Was ist denn das hier? Ja, ich überlege jetzt, wie ich das andere Ding mache. Das ist der Reaktor, das ist der Conrare. Wo haben wir denn jetzt hier? Oder wollen wir das... Na, nee. Weil ich würde ja auch ein kleines Schiff bauen, ne? Also ein kleines Design. Das Problem ist nur, dass wir beim kleinen Design kein Schwerkraftfeld haben. Und ohne Schwerkraftfeld lässt sich, glaube ich, schlecht Bergbau betreiben. Ja, leider kann ich den großen Container nicht zu Ende bauen, weil alles fehlt. Okay. Wir müssen aufpassen mit dem Zerlegen, dass du in der richtigen Reihenfolge zerlegst. Also wegfliegt zur Nachdenken. Ist ja aus, ne? Also eigentlich dürfte ich das jetzt gar nicht mal groß bewegen, oder? Was? Dürfte ich nicht bewegen? Das Raumschiff. Ich mach gerade hinten diese komische runde Kugel da weg. Keine Angst, es passiert nichts. Es wird nicht plötzlich explodieren. Oh, das ist nervig hier. Sag, jetzt bin ich schon wieder voll, jetzt muss ich wieder rinfliegen. Weil da wieder Teile sind, die ja nicht brauch. Das ist so albern. Fehlt denn ja alles? Alles? Ein Haufen interne Panzerung fehlt noch. 320 Stück im Wir unten nicht einfach. Ja, ich überlege, ob wir nicht lieber ein kleines Schiff bauen, weil das sind ja auch immer Asteroiden wendiger. Müsste ich nur was einfallen lassen wie ein Schwerkraftfeld. Boah, da hätte ich schon eine Idee. So. Machen? Ja, so, jetzt habe ich ein Loch gemacht hier. Du hast ein Loch gemacht. Wo hast du ein Loch gemacht? Ich habe hier so viele Stahlplatten. Ja. Hat einfach ein Loch gemacht. Natürlich, ich flieg doch nicht immer durch die Station durch. Nebeneingang geschafft. Nicht schlecht, wa? Cheater, sagt er. Stell dir mal vor, da wäre jetzt Luft drin, ja, aber du. Alles in, wenn wir erst Oxygen haben, kannst du das nicht mehr machen, ja? Da war es ja nicht haben, ja, ist der aber wenn wir es haben, dann nicht mehr hier, dann. Verstehst du, Freundchen? Ich hoffe, dass du denn mal hier irgendwie mit Anständen hier zauberst hier. So, ich bin schon wieder. Energie ist wieder leer. Warum muss ich neulich so viel Energie nachladen hier? Das gibt's gar nicht. Ja, kannst du mal sehen. Oh, komm schon. So, genau das mache ich. So, Ich guck gerade den Film Alien, ja? Ja. Und da so eine schöne Kreuzer möchte ich gerne bauen da drinnen. Da gibt's ja manche so, da gibt's so eine Nostromus oder wie die heißt oder irgendwie, Nostromo. Das will er also bauen, verstehe. Wie viel Stahlplatten ich jetzt mittlerweile hier gebaut habe? Wahrscheinlich. So, das ist weg. Sonst kann ich das ja hier oben abbauen. Ah, schon wieder voll. Da noch ein Conveyor-Vorderband übrig? Ja, einer ist noch. Ja, weil ich habe gerade eins gesetzt und ich muss das bauen. Schnell fertig bauen, schön. Okay, jetzt hier zack. Also Stahlplatten haben wir erstmal ein bisschen mal drin, oder? Fast 2000. Oh, gut, können wir ein paar dazu auf jeden Fall.
So ist ab. Interne Panzerung. Immer den schwarzen Kasten hier hinten. Kann ich den abnehmen, wo man aus der Reaktor abfällt? Nein, ich glaube. Ich mach's einfach. Bleib mal den Block hier hinten. Ich versuche immer noch ein bisschen was, wenn ich gerade immer dran vorbeifliege, immer was abzuschmeißen da. Und dann den Rest, der hier überflüssig ist, schmeiße ich dann hier drin einfach. Wunderschön. So. Auf der Reaktor fällt es nicht gleich ab. Oh, ich war voll. Hier liegen ein paar interne Panzerungen rum. Wo? Ja, hier, wird mir gerade abgefallen. Ich war schon voll. Schön, dass er nicht aufgepasst. Meckern. Du hast einfach ein Loch in die Station. Ich mach's mir nur einfach. Ja, genau. Genau ist der Punkt. Normalerweise wäre da unten eine Notfalltür. Ach. Ja, da können wir auch gerne eine Tür einbauen. Willst du unten eine Tür haben? Na, jetzt nicht. Wollen wir eine richtige Tür einbauen? Ja, aber das Schiff hat eine Tür hier drüben. Wollen wir da drüben einsetzen? Und warum hast du nicht gemacht? Das kann ich nicht jetzt machen. Das Schiff hat eine Tür, wie ich das schon erwähnte. So. Ich muss meine Energie aufladen. Ich lade dich aber am Schiff auf. Okay, ist auch wieder ab. Und somit leert sich das hier Stück für Stück. Noch 4 Triebwerke vorhanden, sagt er. Hier ist wieder voll. So, was wollte ich haben? Die Tür wollte ich haben. Oh, ich baue die Tür drüben ein, ja? Mach dies. Fix eine Tür. Geil ist, aber die Tür bleibt ja auch offen. Ja, aber die kann man aber zumachen. Aber ich mach die ja nicht jedes Mal zu. Nee, aber wenn wir Sauerstoff hätten, los, um die zu machen. Ja gut, da werden wir noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen ja ergreifen. Da gibt es dann auch immer Zwischentüren und Schleusen, genau. Muss mal gucken, wie gut man auch hier dann programmieren kann mit diesen programmable Blocks. Man sich vielleicht auch was programmieren kann, dass zum Beispiel, wenn Druckabfall ist, dann soll er automatisch alle Türen schließen oder so. Oder ist in der ganzen Station. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es... Du kannst aber durchaus steuern und das kannst du ja doch mit so, also ähnlich wie mit If-Schleifen arbeiten. Also das ist doch keine Programmierungssoftware hier. Du kannst aber mit dem Block wirklich Abläufe programmieren. Du kannst auch Bedingungen stellen, wie bei einer If-Abfrage. Du kannst wirklich sagen nach dem Motto, okay, if das, dann mach das, so nach dem Motto. Sehr interessant. Ja. Super, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, denn die Folge Space Engineers ist zu Ende. Spannend, spannend, geht's weiter in der nächsten Folge. Wir bedanken uns fürs Zugucken. Ja, wir bedanken uns fürs Zugucken, sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.